Hallöchen, liebe Microfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe eine Folge eben schon mal aufgenommen, in der ich unter anderem erzählt hatte, dass ich jetzt seit circa anderthalb Wochen nicht mehr aufgenommen habe, da sich meine Windows-Festplatte verabschiedet hat und ich erstmal wieder alles neu einrichten musste. Ja. Dann hatten wir ein bisschen gebaut hier und nach Beendigung der Aufnahme ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon bei OBS nicht richtig eingerichtet war. Shit happens. Gut, wir machen das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Was haben wir gemacht in der letzten Folge? Wir haben Schneebälle hergestellt in dieser Maschine, haben das Ganze in die Kiste geleitet. Ein Fluid-Transposer gebaut und einen Magma Crucible, in dem wir Redstone verflüssigen, das hier reinleiten, das über die Schneebälle gießen und dadurch Bliss Powder rausbekommen. So, das muss ich mal ganz kurz hier ausmachen. So. Okay. So, da haben wir Bliss Powder hergestellt. Mit diesem Bliss Powder haben wir versucht, Shiny herzustellen. Beziehungsweise wir müssen, damit wir Shiny herstellen können, Cinnabar und Cinnabar herstellen. Genau. Und das Cinnabar herstellen wir her, indem wir Gel Cryotheum darüber gießen. Dafür brauchen wir Cryotheum Dust und dafür brauchen wir Schneebälle, Salpeter, Redstone Tis Bliss Powder. Mann! So. Gucken wir mal ein bisschen was. So, holen wir mal das Deck. Das wiederum machen wir flüssig. Und mit Hilfe von Cinnabar kriegen wir. Also Cinnabar Ore, das übergießen wir mit dem Jelly Cryotherm und kriegen dann Cinnabar raus. Dann haben wir gebaut einen Induction Smelter. Da kommt einmal Ferrous Ore rein und das Cinnabar. Und ich bekomme daraus ein Ferrous Ingot und eine hundertprozentige Chance für einen Shiny. Mit dem Shiny. Das ist die Grundlage für unser Enderium Base. Und zwar brauchen wir Tin, Silver und Shiny. Tin, Silver, Shiny. Okay, ich glaube, ich hatte hier in meiner noch Cinnabar gesucht, genau. Machen wir da mal alles rein, das können wir aufbrauchen. So, dafür haben wir Enderium Base. Dafür brauche ich dann hier Pyrotheum Dust und Enderperlen. Jetzt habe ich glaube ich keine Enderperlen mehr. Nein. Gut, das brauche ich jetzt glaube ich auch im Einzelnen nicht zeigen. Dafür kriege ich dieses Enderium. Die Enderium Ingots raus, woraus ich dann den Tesseract Frame bauen kann. Und den Tesseract Frame, den habe ich einfach hier habe ich Enderperlen reingeschmissen, die werden dann hier auch genauso verflüssigt, dann kann man den füllen und dann hat man hier vernünftig
einen Tesseract. So, diesen wollen wir jetzt auch anschließen. Damit wir jetzt noch ein bisschen was schaffen. Und zwar hier oben an unseren Windrädern. Noch gar keine Kabel gesetzt habe. Gut, dass ich vielleicht dabei habe. So. Ah, Moment. Der ist ja noch gar nicht fertig. Oh Mann. Genau, den muss ich ja noch bauen. Oh Mann. Gut, dass ich Bronze hab. Den müssen wir ja noch zum fertigen Frame machen. Oh. Peinlich. Fail a la Bullgaming. Und wieder nach oben. Du, 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 du. Ja, 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 ja. Eine Woche haben die Jungs und Mädels noch bis Weihnachten. Kommt der Weihnachtsmann. Wart ihr auch alle an dich? Nicht, dass ihr die Route bekommt. Okay. So. Wir machen einen Windpark. Geben ihm den die 1. Jawohl. Sagen ihm hier Redstone Mode disabled und der soll ich hasse das, diese Einstellerei. Der soll nur Energy senden. So, und dieser soll sich mit dem Windpark verbinden. Und der soll Energy receiven, also empfangen. Und dann, das heißt, ich müsste jetzt hier auf allen Maschinen Strom haben. Das sieht gut aus. Sehr schön. Das hat funktioniert. Gut. Das versorgt sich hier erstmal noch soweit alleine. Das kommt, denke ich mal, noch relativ gut klar mit der Energie, da das ja auch nicht dauerhaft läuft. Reicht uns erstmal, können wir Rest in den Drum geben. Okay, das läuft. Ich werde offscreen noch ein paar von den Barren herstellen, dass wir uns dann beim nächsten Mal einfacher die Tesseracts herstellen können. Okay, wie machen wir weiter? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Unsere Baumfarm läuft, Kohle läuft, das läuft auch. Wir können gegebenenfalls mal Enderperlen farmen. Genau, das ist noch mal eine Idee. Und zwar können wir das, glaube ich, hier hinten gut machen. Wobei wir uns eigentlich auch den Spawner holen könnten.
Ich würde sagen, wir farmen noch ein bisschen per Hand. Wir fliegen noch einmal rüber. Dann könnten wir uns nämlich bei Gelegenheit einen Spawner von Draconic Evolution bauen. Dafür bräuchte ich allerdings eine Enderman-Seele. Also das heißt, ich bräuchte ein Schwert mit Reaper. Und Reaper ist... Das zu kriegen ist mega ätzend. Beziehungsweise ich denke mal, als nächstes werden wir erstmal anfangen, dass wir vielleicht eine Query kriegen, eine kleine. Dass wir die erstmal hier hinten irgendwo aufbauen oder bin ich überhaupt richtig? Ah, warte mal. Wenn man das so. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Was bist du denn? Endermagier. Was hat der mir denn da gerade gegeben? Ein Eisstuff. Kann der irgendwas? Der kann mit. Toll, der schmeißt mit Schnäbeln. Nebenbei ein paar Lootbags öffnen, mal gucken. Oh, Enderperlen, Gold, Papier ist gut. Coke braucht kein Mensch. Dark Boots, Paper nehmen wir mit. Oh, was portest du dich denn weg? Mana Steel. Den tun wir da mal. Jetzt sind ganz viele Endermänner. Hoi, ein Herz. Oh, das können wir bei Gelegenheit auch mal machen. Wir können uns mal Zusatzherzen machen. Ein Enderman-Kopf, das ist auch gut. Alter. Was macht der? Oh, der schmeißt mir Enderperlen. Sehr geil. Aber was soll mir das bringen? So, was haben wir? Das lohnt sich ja. Das Schwert ist einfach nur zu geil. Ich krieg jedes Mal zwei Enderperlen raus. Ein bisschen Glück. Mehr. Och komm, geh mir nicht auf den Sack. Was ist hier los? Ich
Ich will mal so ein. Au! Au! Geil, in den Augen. Jetzt so ein ich. Nochmal zwei Enderperlen. Oh, das waren sogar mal drei. Boah. Also hier kann man gut. Ja gut, das liegt glaube ich an dem. Oder an dem Biom, dass hier so viele Endermänner spawnen. Kann ich mit diesem Stab den Gegner... Oh, Alter, oh, cool. Okay. Ich will noch so einen Drachen. Komm her. Okay, ich zieh ab, das wird mir langsam ein bisschen voll hier. Pizza weg. Boah, das waren vier Enderperlen. Hau doch nicht immer ab. Mann. Okay, jetzt hat er mich geportet. Gut, wir gehen wieder zurück. Home, teleport. Okay, wir machen hier an dieser Stelle, denke ich mal, auch Schluss. Wir haben ein paar Enderperlen gefarmt. Heute nicht ganz so viel geschafft. Ja, dadurch, dass ich die letzte Folge halt so ein bisschen versaut habe. Ah, fast 4 Stacks Enderperlen, das lohnt. Die Kiste ist mittlerweile voll. Das kommt da. Ja, komm, wir schmeißen die ganzen Rotz da auch mal mit rein. Das kann alles ins System, beziehungsweise die Herzen, die habe ich glaube ich hier mit drin. Das weg, das weg. Weg, das Nieder heben wir auf. Da gucken wir jetzt noch schnell rein. Die Schallplatte behalten wir. Die auch. Mana Perl. Was Obsidian, dann nehmen wir auch mal mit. Okay. Weg, 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 weg. Schmeißen wir einfach mal da unten hin. Dann das da rein und den Rest sortiere ich dann gleich weg. Gut. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentar, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Chaos mit eurem Bullgaming. Ciao, ciao.